Hallo Leute! Heute besprechen wir eine äußerst bizarre Reality-Show, die zu weit gegangen ist und sogar einen der Teilnehmer an seine Grenzen gebracht hat. In unserem heutigen Video erzählen wir eine seltsame Geschichte darüber, wie alles passiert ist. Und es hat kaum jemand bemerkt, dass etwas Unheimliches vor sich ging. Wenn dir solche Videos gefallen, freuen wir uns über ein Like. Falls du neu hier bist, abonniere gerne den Kanal und kommen wir nun zu unserem Thema. Zwischen dem 11. Januar 2001 und dem 29. September 2002 war der japanische Sender Nippon TV Gastgeber einer der bizarrsten Reality-Shows der Geschichte. Susunu Denpa Shonen war nicht nur eine Show, in der zwei Teilnehmer, normalerweise bekannte Comedians, in extreme Situationen gestellt wurden, um Geld und Ruhm zu gewinnen. Jede Staffel hatte ein unterschiedliches Thema, aber sie setzte immer ihre Teilnehmer degradierenden und verstörenden Herausforderungen aus. In einer bestimmten Staffel wurden die Teilnehmer auf eine Insel geschickt und mussten ein Floß bauen, um dieser Saison zu entkommen. Sie verbrachten 4 Monate damit zu versuchen zu entkommen, wurden extremen Wetterbedingungen ausgesetzt, wie starkem Regen und glühender Sonne, und hatten auch mit sehr knapper Nahrung zu kämpfen. In einer anderen Staffel wurde ein Teilnehmer in einen Raum mit einem Fernseher gesperrt, der Spiele seines Lieblings-Baseballteams zeigte. Wenn das Team gewann, konnte er essen. Wenn das Team verlor, gab es keine Mahlzeit und keine Elektrizität. Das bedeutet, dass der Teilnehmer während der gesamten Staffel hungern würde, wenn sein Team verlieren würde. Mitten in vielen seltsamen Staffeln fiel eine besonders auf, weil sie wirklich an die Grenzen ging. Der Teilnehmer oder das Opfer dieser Staffel war der Komiker Tomu Akihatsu, der im Programm den Spitznamen Nasubi erhielt. Und ich werde gleich erklären, warum. Nasubi nahm am Programm teil in der Hoffnung, dass es seine Karriere als Schauspieler und Komiker vorantreiben würde. Und das war alles, was er wollte. Die große Herausforderung für Nasubi war folgende. Er sollte in einer winzigen Wohnung weit weg von allem und ohne Kontakt zu niemandem eingesperrt sein. Bei sich hatte er nur hunderte von Magazinen. Seine Aufgabe war es, telefonisch an Lotterien teilzunehmen, die in diesen Magazinen veröffentlicht wurden, bis er 1 Million davon sammeln konnte, was etwa $10.000 entspricht. Während dieser Zeit hatte Nasubi keinen freien Zugang und war auch komplett nackt. Sein Spitzname kam daher, dass Nasubi auf Japanisch Aubergine bedeutet. Die Regisseure fanden es lustig, ihn so zu nennen, da er landesweit nackt im Fernsehen sein würde. Was er übrigens nicht wusste, da die Produzenten Nasubi glauben ließen, dass dies Teil eines Experiments sei, das später analysiert werden würde. Er vertraute darauf, dass alles für die Aufzeichnung war und wurde in Wirklichkeit vor Millionen von Menschen ausgestrahlt. Aufgrund dieser Staffel wurde das Programm eines der meistgesehenen in der Geschichte Japans und erreichte bei jeder Übertragung 17 Millionen Zuschauer, doppelt so viel wie der Durchschnitt von Game of Thrones, das ein absoluter Erfolg war. Die Staffel dauerte fast ein Jahr. Und während dieser Zeit verbrachte Nasubi seine Tage damit, Briefe für Lotterien in den Magazinen zu schreiben. Insgesamt schickte er etwa 1400 Briefe pro Woche, was etwa 61.000 Briefen während seiner Teilnahme an der Reality-Show entspricht. Während er schrieb, wurde Nasubi auf verschiedene Weisen provoziert, zum Beispiel von Lieferboten, die so taten, als würden sie ihm extrem duftende Gerichte bringen, sie aber tatsächlich dem Nachbarn brachten oder so. In den Episoden schien Nasubi mit einer karikierten Aubergine, die seine intimen Teile bedeckte, zu erscheinen, aufgrund der Zensur des Fernsehens und auch um Nasubi, der es noch nicht wusste, zu verspotten. Nasubi hatte nur Zugang zu Wasser, Strom und Heizung. Und alles, was er zum Essen hatte, war das, was er bei den Lotterien gewann. Zu Beginn erhielt er einige Getränke mit hohem Zuckergehalt, die ihn eine Weile am Leben hielten. Dann gewann er ein Paket Reis, das großartig gewesen wäre, wenn er eine Möglichkeit gehabt hätte, es zu kochen. Da er das nicht konnte, aß er es roh. Er konnte den Reis erst kochen, als er sich einen improvisierten Ofen baute. Abgesehen davon ernährte er sich hauptsächlich von Dosenhundefutter, was tatsächlich seine Hauptnahrungsquelle für lange Zeit war. In einer Lotterie gewann Nasubi ein Stofftier, mit dem er täglich sprach und Sensei nannte. Das war die einzige Möglichkeit, wie Nasubi mit jemandem oder etwas interagieren konnte, das nicht er selbst war, da er jeglichen Kontakt mit der Außenwelt entzogen war. Obwohl er an Hunderten von Lotterien teilnahm, gewann er keine Kleidungsstücke. Um genau zu sein, hat er einmal ein Set Unterhosen gewonnen. Aber dieses passte nicht. In einer Lotterie gewann er auch ein Fahrrad und Eintrittskarten fürs Kino. Zwei Dinge, die er niemals nutzen konnte. Das Fahrrad konnte er zumindest in eine Heimtrainerrad umwandeln.
Ein weiterer Preis, den er nicht sofort nutzen konnte, war ein Fernseherset, da die Produzenten keine Kabel oder Antennen zur Verfügung stellten, aus Angst, dass er entdecken würde, dass die Show bereits ausgestrahlt wurde. Die Situation brachte Nasubi dazu, verzweifelt zu werden, zu weinen und um Hilfe zu bitten. Es ist schließlich nicht einfach, so lange Zeiträume ohne Kontakt zu niemandem zu verbringen, besonders ohne angemessene Nahrung. Und er wusste nicht, dass all diese Szenen gesendet und bearbeitet wurden, um ihn zu verspotten. Die Wohnung wurde so beliebt, dass das Publikum versuchte, den Standort zu entdecken. Als sie ihn fanden, wurde der Ort mit Paparazzi und Presse überflutet. Aus diesem Grund musste die Produktionsfirma Nasubi von dort wegnehmen und in eine ähnliche Wohnung bringen, in der auch all seine Preise hinkamen. Die Entschuldigung der Produktion war, dass er in dieses neue Zuhause umgezogen sei, um mehr Glück zu haben. Einige Tage später gewann Nasubi in einer Lotterie eine PlayStation und zufälligerweise hatte er ein Spiel für die Konsole. Er schloss alles an den Fernseher an und verbrachte den Tag mit Spielen. Natürlich gefiel den Produzenten das überhaupt nicht und sie schickten ihn zurück, um weiterhin an den Lotterien teilzunehmen. Nasubi erreichte die 1 Million Yen an Lotterieprämien nach 335 Tagen im Programm. Dies geschah, als er einen Satz von 4 Reifen im Wert von 84.000 Yen und ein Paket Reis gewann, das den genauen Betrag vervollständigte. Die Produktion gab ihm seine Kleidung zurück, setzte ihm eine Augenbinde auf und sagte ihm, dass er, um seinen Sieg zu feiern, zu einer besonderen Reise gehen würde. Nasubi war begeistert, denn schließlich würde er nicht nur freigelassen, sondern auch eine Reise nach all dem Leiden genießen. Er wurde also nach Südkorea gebracht, wo er einen Tag lang Freizeitpark mit unbegrenztem Essen gewann. Aber die Produktion hatte andere Pläne für ihn. Später wurde Nasubi wieder verbunden und zu einer Wohnung im selben Freizeitpark gebracht. Dort wurde er erneut gezwungen, seine Kleidung auszuziehen, und man teilte ihm mit, dass er Preise in Lotterien gewinnen müsse, um eine Rückfahrkarte nach Japan zu kaufen. Nasubi war geschockt, als er das hörte, aber er gab schließlich nach. Schließlich konnte er, nachdem er fast ein Jahr lang nur das gemacht hatte, den Wert der Tickets in wenigen Wochen erreichen. Die Produktion hatte das nicht erwartet, also änderten sie das Ziel und sagten ihm, dass er nun den Wert der First-Class-Tickets erreichen müsse, um wieder freigelassen zu werden. Auch das erreichte er in Rekordzeit und er wurde in ein Flugzeug zurück nach Japan gesetzt. Wie immer war Nasubi verbunden, er wusste nicht, was passierte. Die einzige Sache, die er wusste, war, dass er endlich nach Hause ging. Als ihm die Augenbinde abgenommen wurde, war er wieder in einer Wohnung. Nasubi begann sofort zu weinen und begann, seine Kleidung auszuziehen, in der Vorstellung, dass alles wiederholt werden würde. Plötzlich fielen jedoch die Wände der Wohnung und enthüllten, dass Nasubi vor Hunderten von Menschen nackt stand, die die Szene beobachteten. Das Studio des Programms war im Ekstasezustand. Er war extrem verwirrt, denn er dachte, dass die Show erst nach dem Ende der Herausforderung ausgestrahlt werden würde und die meisten Szenen herausgeschnitten würden. Leider realisierte er in diesem Moment, dass alles gesendet worden war. Die Moderatoren von Susunu Denpa Shonen erzählten Nasubi, der immer noch geschockt war, dass er das Spiel gewonnen hatte und jetzt ein Star sei. In diesem Moment denkt man sich, dass all diese Zeit, in der er keinen Kontakt zu anderen Menschen hatte und langen Zeiten des Fastens ausgesetzt war, zu erschreckenden Folgen führte. Nasubi entwickelte schwerwiegende Sprachprobleme aufgrund des Mangels an Kontakt mit der Welt. Darüber hinaus hatte er fast ein Jahr nach dem Ende des Programms Schwierigkeiten, Kleidung zu tragen. Nasubi sagte, dass er vor Angst zu schwitzen begann. Jedes Mal, wenn er ein Kleidungsstück anzog, in einem Interview sprach Nasubi über seine mentale Gesundheit im Programm. Alles war schwierig und jeder Tag war wie die Hölle dort. Das Schwierigste war, nicht reden und mit niemandem in Kontakt treten zu können. Mein mentaler Zustand war in seinem schlimmsten Zustand. Ich habe mich gefragt, warum muss ich das alles durchmachen? Obwohl es so aussah, als ob er die meiste Zeit Spaß am bearbeiteten Episoden hatte, war es für ihn doppelt so schwierig. Seine Karriere, die der Hauptgrund war, warum er am Programm teilnahm, ging nach seinem Ausscheiden völlig den Bach runter. Er konnte nicht mehr in irgendeiner Form agieren, nachdem er 15 Monate in einem so seltsamen Apartment verbracht hatte. Hierbei ist zu beachten, dass Nasubi nicht verpflichtet war, im Vertrag dort zu bleiben. Er hätte aufstehen und um seine Freilassung bitten können. Als man ihn fragte, warum er das nicht getan hat, sagte er: "Ich habe gesagt, dass ich teilnehmen würde und ich halte mein Wort." Trotz dieser Aussage glauben viele, dass er aus Scham nicht gehen wollte, da er sich dort zu sehr exponiert hatte.
Außerdem war sein Vater ein hoch angesehener Polizist in seiner Heimatstadt. Also hätte er Angst vor seiner Reaktion haben können. Jahrelang nach dem Ende der Show kämpfte Nasubi mit schweren Depressionen und versuchte, sein Leben zu beenden, weil er nicht mit all dem zurechtkam. Der Produzent der Show gab zu, dass er sehr bereute, Nasubi diesem Leiden ausgesetzt zu haben, und entschuldigte sich persönlich beim Teilnehmer dafür, dass er alles so extrem gemacht hatte. Er sagte, dass er in eine Art Begeisterungsfalle geraten sei, da keines seiner Programme die Größe und Aufmerksamkeit des Publikums erhalten hatte. Und er wusste nicht, wo die Grenze der Anhaltung war. Die Show wurde aufgrund ihrer expliziten Natur und der Kontroversen um Nasubis Staffel abgesetzt. Diese Informationen kursierten hinter den Kulissen und gelangten in die Nachrichtenkanäle zu dieser Zeit. Im Jahr 2011 ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 9,1 im Pazifischen Ozean, das riesige Wellen verursachte und eine nukleare Katastrophe in der Fukushima-Region auslöste, was die örtliche Bevölkerung gefährdete. Fukushima ist die Heimatstadt von Nasubi, und es war nach dieser Katastrophe, dass er beschloss, eine Spendenkampagne zu starten, um seinem Volk zu helfen. Um die Menschen zur Spende zu ermutigen, beschloss er, im Jahr 2020 den Mount Everest zu besteigen. Mit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 beteiligte sich Nasubi an Kampagnen, die die Menschen dazu aufriefen, zu Hause zu bleiben, wenn möglich, und den Kontakt mit anderen zu vermeiden, um sich nicht mit dem Virus anzustecken. Das war also das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und tschüss.